Servus oder so und herzlich willkommen zu einer Episode Was das? Ich bedanke mich gleich nochmal für die großartige Unterstützung, insbesondere bei der Serie Was das? Als ich das Ganze angefangen habe, da habe ich mir gedacht, das wird so eine Serie, die machst du jede Woche vielleicht einmal und dann passt es auch wieder, weil das wird keinen so richtig interessieren. Die Leute werden sich denken, was ist das für ein Käse, dann schauen so vielleicht ein paar zu und die Rest, die wollen sowieso irgendwie vom Müll zum Skill oder sowas sehen. Aber nein, auf einmal wollen alle Was das? Sehen. Und das hat mich verwundert und das hat mich gefreut und jetzt ziehen wir die Serie durch, solange bis wir das Team perfekt haben, bis es fertig ist. Und dann mal sehen. Also ich kann es nicht sagen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mein Kanal so ein bisschen steht und fällt mit dieser Serie. Das heißt, wenn ich diese Serie aufhöre, dann schauen die Leute nicht mehr zu. Oder nach einer Zeit wird die Serie natürlich ihre, ich sag jetzt mal, Magie verlieren. Denn wenn ich hier 100 Episoden davon raushaue, dann schauen die Leute natürlich nicht mehr so zu wie bei den ersten 5. Das ist ganz klar, das ist ganz logisch und auch realistisch. Und deshalb habe ich da ein bisschen Angst, dass da vielleicht ja so was bisschen Falsches entstehen könnte. Was ist denn jetzt hier los? Aha, ist kurz jetzt mal der Bildschirm stehen geblieben. Ich überlege momentan, ob ich mir eine externe Festplatte hole, aber ich habe keine Ahnung, ob das besser ist, ob das schneller ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube einfach, dass das Ruckeln bei meinem PC packt das FIFA locker. Ich kann alles nebenbei machen, ich kann Videos rendern, alles mögliche, aber ich kann nicht aufnehmen. Ohne dass es ruckelt und vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Festplatte nicht schnell genug ist. Bin ich jetzt irgendwie drauf gekommen, ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung damit, ob das irgendwas ändert. Aber, naja, ihr seht, das letzte Spiel war das, was das Spiel, also das, was wir gewonnen haben. Und jetzt sind wir im Halbfinale und wir bekommen natürlich jetzt einen dementsprechend guten Gegner. Das Video ist jetzt schon lange, weil ich wieder so viel daher labern musste. Aber ich denke, es war zu Recht. Denn alles, was ich tue, ist zu Recht. Und wegen... Und wie einer widerspricht, okay? Den block ich. Den block ich. Ja, den block ich. Okay, weiter. Ich blocke ihn mit einem Schreibblock. Und natürlich hat er ein russisches Liga-Team, wie es schon da stand. Ein richtig, richtig pacyges und gutes. Mit einigen schnellen Spielern. Auch in der Defensive, wie zum Beispiel Hugo Kahn. Ich glaube, der hat 77 Tempo oder ähnliches. Ist schon das dritte Spiel, das ich mache. Vorher hatte ich das erste. Habe ich 11 Meter bekommen. Ich glaube, so eine 5 Minute gegen gutes Barclays Premier League-Team. Und dann ist der Gegner rausgegangen, das wäre so schön gewesen, hätte ich den Kevin Großkreuz direkt mal loswerden können, aber nein, musste der Gegner das Spiel verlassen. Der zweite, da hat das Spiel einfach abgebrochen, es war ein gutes Serie A-Team, auch wieder mal sehr basic, genauso wie das BPL-Team davor. Aber spielen durfte ich nicht gegen die und deshalb muss es jetzt ein russisches Team sein mit russischem Brot, nee, mit Ito, der sowas von gut sein soll, was ich so gehört habe, und sowas von overpowered, und dem muss ich auch mal irgendwann noch spielen in FIFA, aber wir haben ja Kevin Großkreuz und der ist tausendmal besser, bestimmt. Als Stürmer ist er bestimmt viel besser. Und da sieht man direkt die Spielweise des Gegners, aber es hat halt so gut funktioniert. Da paced er mir vorbei mit Eto'o und dann legt er ihn rüber auf Wellington und der schießt den Ball ins leere Tor rein. Das war doch kein Foul, also komm, das war kein Foul von Großkreuz. Das wird definitiv kein einfaches Spiel werden. Bei dem Tor hat er jetzt auch mal natürlich wieder ein bisschen Glück gehabt. Ach komm. Aber da hat man mal wieder gesehen, wie pacig dieser Eto'o ist. Das gibt's doch nicht. Der bekommt den Ball die ganze Zeit wieder. Ich hasse das. So, jetzt nicht mehr. Kevin Großkreuz allein vorm Keeper. Der geht rein. Der geht rein. Und da ist er auch schon. Da ist er auch schon gegangen, der Kevin. Das war sein einziges Spiel bei uns und darüber bin ich glücklich, darüber bin ich froh. Er hatte auch genau die richtige Frisur, muss man sagen. Der Gegner jetzt schon sehr, sehr leichtfertig mit seinen Aktionen, hat die ganze Zeit gedacht, der müsste ja blöd rumtricksen und nicht mehr pacen, obwohl er das so ein bisschen gemischt hat. Aber natürlich lassen wir uns da nicht so in die Pfanne hauen und machen unser Tor. Und dann steht es auch schon 1:1. Und jetzt paced er sich mal wieder an der Defensive vorbei, was auch sonst. Und er hatte schon gedacht, die Verbindung bricht ab, aber zum Glück bleibt sie uns erhalten. Dennoch ein Gegentor, ja, aber es ist einfach so schwer gegen diese Spielweise, gegen diesen Gegner. Es ist einfach unmöglich, da ordentlich was zu reißen. Und deshalb, ja, habe ich so meine Probleme, deshalb steht es hier 2:1, was ja dennoch nicht schlecht ist. Ich meine, Kevin Großkreuz hat ein Tor geschossen, der Gegner ist auch kein schlechter, muss man auch mal wieder sagen. Er kann schon das Offensivspiel, das beherrscht er durchaus. So leicht mache ich es ihm dennoch nicht, das ist schon klar. Ich mache es ihm so schwer, wie es nur geht. Aber absolute Defensive und keine Gegentore bekommen, ist einfach unmöglich. Probiert es einfach mal selber, es geht nicht.
Und wenn dieser Gago schneller wäre, dann hätte ich vorhin möglicherweise das 2:2 geschossen, aber der Verteidiger war nochmal um einiges schneller und hat ihm deshalb ohne Probleme den Ball abgeluchst und ja, das Tor verhindert, beziehungsweise, was heißt das Tor, ich wäre einfach durch gewesen praktisch. Ein Tor ist es ja deshalb noch lange nicht, aber es wäre eine gute Chance gewesen. Ja, und das ist mal wieder so die Situation, wenn keiner so recht zum Ball gehen will. Gegen diesen Flick kann ich nichts machen, dann stehen einfach alle da und schauen zu. Da kann man auch drücken, was man will. Da geht von selber keiner hin. Das ist wie bei den Rainbow Flicks. Deshalb sind die auch so gefährlich, weil da machen wir die Verteidiger einfach nicht hingehen, egal was man drückt. Ja, und deshalb steht sie jetzt schon 3:1. Ich sehe trotzdem oft in der Offensive nicht so schlecht aus, wie zum Beispiel jetzt. Ah, du schießt, der will keinen Elfmeter geben. Wäre auch ein bisschen unverdient gewesen, ein bisschen glücklich, aber geben könnte man ihn schon und so, ne? Kennt ihr ja, jetzt kommt wieder Eto'o, aber super Titch ist da. Der, ach, was war das? Niemals wollte ich dahin passen. Aber okay, wenn er meint, dahin passen zu müssen, dann erlaubt er sich das halt. Und jetzt ist da unten wieder alles frei. Ich habe mittlerweile auf sehr offensiv gestellt, weil ich es einfach muss, weil ich einfach ein Tor schießen will, weil ich einfach Upgrade haben will, weil ihr das mögt und, also ich denke, ihr mögt das. Wenn nicht, dann wäre ich unzufrieden. Das macht er schon die ganze Zeit, als ob ich darauf reinfallen würde. Aber steht natürlich keiner frei, den ich dann den Ball hinköpfen könnte. Und komm, bring ihn jetzt rein. Felipe Mel, da steht auch einer an, der kriegt auch den Ball. Aber Akinfeev ist da und fängt ihn ab. Und boah, lässt er sich leicht ausspielen. Das ist teilweise ein unglaublich. Aber da ist der Klub, da ist Sirigu, da ist Sirigu. Und er hat den Ball. Ach, da doch nicht hin. Der steht doch direkt neben dir, der Vermählen. Spiel doch zu dem, der steht so schön frei. Da ist er, der Vermählen. Komm. Oh, es ist, also, wie die Zweikämpfe führen oft, das ist einfach nur schrecklich. Du denkst schon 20 Mal, die haben den Ball. Und irgendwie haben sie ihn halt dann doch nicht. Und jetzt Vermählen, bringt die Flanke in die Mitte, steht auch mal wieder Großkreuz. Aber der hat in diesem Fall überhaupt kein großes Kreuz, sondern eher eine schmale Hüfte. Und deshalb will er den Ball nicht reinmachen. Und das sind doch solche Lackaktionen. Und dann wieder das Pace von Wellington gegen meinen Spieler. Gut von Sirigu und dann habe ich die Grätsche ausgepackt und das war kein Elfmeter. Ernsthaft? Das ist mal wieder typisch FIFA-Schiedsrichter, als ob das auch nur ansatzweise ein Elfmeter gewesen wäre. Dann macht man mal ein gescheites Tackling, dann macht man einen richtig guten und dann pfeift der Schiedsrichter einen Foul und dann ist das ein Elfmeter und dann kriegt Eto'o sein zweites Tor, sein drittes Tor, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall steht es jetzt 4:1, glaube ich. Ja, es steht 4:1. Nach dem letzten Sieg ist das hier jetzt wieder ein Rückschlag, aber mit Kevin Großkreuz war das zu erwarten. Felipe Melo, pass in die Mitte, Sweaty, mach ihn rein. Nein, Luft in die Latte und jetzt ist es groß. Oh, abseits. Ich hätte mich jetzt schon so aufgeregt. Wie kann man denn den nicht reinmachen? Da muss man schon Kevin mit Vornamen heißen. Aber jetzt bin ich mal wieder auf die Lupfertaste drauf gekommen. Das ist, wenn man einen Spieler wechseln will. Dann kommt man auf diese Dreckslupfertaste rauf und dann ist das schöne Tor natürlich wieder vorbei. Ich habe es natürlich so schön spitzig gemacht davor. Sollte man eigentlich nicht machen, aber mit diesem Team, ach komm, wenn es 4:1 steht, dann darf ich das. Ich will ja nur Upgrades sammeln, ich will ja hier nicht gewinnen. Ich will den Gegner, ich gefährde ihn keineswegs in seinem Sieg. Ich will nur ein Upgrade rausholen, das ist alles. Oh, Großkreuz ans Außen. Ans Außenpfosten? An den Außenpfosten wohlgemerkt. Leider, leider. Genau da geht der Ball ran, sonst wäre es ein Tor geworden, sonst wäre es das zweite von Kevin Großkreuz gewesen. Nimm doch den Ball besser an. Und jetzt haben wir ihn doch wieder mit Steven Gerrard, aber der verliert ihn wieder. Ist aber jetzt immer noch am Ball und ich versuche es hier mit dem Trick, der nicht geklappt hat, weil einfach 20 Verteidiger waren. Und der Gegner, er containt nicht, bis man, ja sag ich mal, 30 Meter vom Tor ist und dann beginnt er damit. Das macht es mir dann wieder dementsprechend schwer, weil sonst könnte ich mich da natürlich auch so durchskillen mit diesen Spielern. Aber wenn er dann Contain anfängt, dann reichen diese billigen 2-Sterne-Moves. Also der Wackler reicht schon, aber die sind alle so langsam. Da können die 90 Tempo haben, die fühlen sich immer noch an wie 35 und dann bringt das nichts, dass die da einen guten Wackler auspacken können. Und jetzt komm, Melo, warum bleibst du stehen? Warum? Ach, da steht auch keiner. Oh, dann krieg ich. Aber es gibt noch mal Elfmeter. Wenn er den besser, wenn er neuen Chemie hat, der Subotic, dann grätscht er da besser. Dann grätscht er ihn so weg, dass der Ball auch weg ist und fault den Spieler nicht. Ich meine, der Ball war zentral vor ihm. Der hatte immerhin fast einen Meter Abstand zu ihm. Und dann kommt das dabei raus und er kriegt schon wieder einen Elfmeter. Der zweite jetzt schon in dieser Partie. Das ist wieder Eto'o, der sich hier zum Schuss wagt. Und
Er schießt nicht in die Mitte. Ich habe jetzt gedacht, er versucht es in die Mitte. Aber nein, er schießt nach links. Und dann fällt das 5:1. Wunderbar. Und da endet das Spiel 5:1. Aber wir haben auf jeden Fall ein Upgrade sicher. Und hoffentlich hat jemand eine bessere Form als Großkreuz. Aber ich fürchte nicht, weil er hat echt das meiste gemacht im Spiel. Ich weiß nicht warum, aber der war einfach aktiv. Ich glaube, vielleicht liegt es an seinen Arbeitsraten, die ich nicht auswendig weiß. Aber eine Hoch-Hoch könnte er theoretisch sogar haben. Man sieht es, Großkreuz mit der besten Wertung. Ansonsten hat keiner besser als 7,5. Und von denen auf der richtigen Position sowieso keiner. Lucien nur mit 5,0 und Zubitic mit 5,3. Die haben beiden Elfmeter verursacht. Wahrscheinlich liegt es daran. Großkreuz mit 7,6 und einem Tor. Das heißt, er ist der Einzige, der geabt wird. Gago ganz knapp vorbei. Sieben Gerard, wo manche gedacht haben, er wird nur ein Spiel dabei sein. Ist aber jetzt auf jeden Fall schon zwei Spiele dabei und Großkreuz bekommt das Upgrade. 7,6 werde ich mir merken. Ich glaube, das schafft mein kleines Köpfchen noch. 7,6. Eine 6 von der sechsten Seite. Und zwar ist er ein linker Mittelfeldspieler und nach einem linken Mittelfeldspieler kommt ein ZOM. Das habe ich auch im Kopf. 7,6 hatte er, ZOM, das heißt von der sechsten Seite ein ZOM. Von der sechsten Seite ein ZOM. Ich kann euch da auch noch berichten über einen unglaublichen Handel-Skill-Move, den ich gestern gemacht habe. Und zwar habe ich eine 4-1-2-1-2-Karte für unglaubliche 200 Münzen erstanden, Sofortkauf. Einfach nur geil und dann hat die Sache gepasst. Und die habe ich dann verkauft für, ich glaube, 9000 Münzen, was ganz schön billig ist eigentlich. Also ich habe mir gedacht, die ist ein bisschen mehr wert, aber die ist nicht für mehr weggegangen, leider. Aber immerhin. Ich meine, das ist ein Profit von 8500 Münzen. Das passt doch. Also ZOM 3412, Gold 3000. Und dann kommen wir da immer näher unserem Erfolgsziel. 7,6 hat der. Groß wäre natürlich am Müller. Was sage ich denn? Wäre natürlich schon geil. 1, 2, die dritte Seite. Dann haben wir. Oh, Lampard. Die vierte Seite. Ich hoffe natürlich auch auf was Pacings. Ich meine, es ist immer ein Stürmer. Und jetzt kommt die Seite, die es entscheidet. Das ist. Ivanschitz. Der hier jetzt sein müssen. Der hätte eigentlich 5 verdient. Muss man ganz klar sagen. Nee. Ronaldinho. Wie geil ist das denn? Aber nein, es ist Ivanschitz. 53 Tempo. Ein Biest. Also er hat sonst natürlich keine schlechten Werte. 77 Schießen ist gut. Aber was willst du anfangen? Mit 53 Tempo. Immerhin verlässt uns der Kevin, der Großkreuz. Das ist umso besser. Das gefällt mir. Und ja. Ich bin ja noch nie so großkotzig gewesen und von daher passt der eh nicht zu mir. Wir haben jetzt beziehungsweise, ich bin ja ganz großkotzig, ist ja ganz klar. 53 Tempo, 77 Schießen, 74 Passen, 73 Dribbling, 3 Sterne wenigstens, ein Linksfuß. Ob das hier was bringt, ich schätze nicht, ich mach's trotzdem, ich glaube er ist Rechtsfuß. Ja genau, weil er Linksfuß ist, das heißt ich kann in die Mitte ziehen und so. Das ist mir ein bisschen lieber, ich weiß nicht warum, aber ich habe das schon immer so gehabt und ich werde es auch weiterhin so machen. Ansonsten keine Veränderungen am Team. Leider. Ich hoffe auf die nächste Episode, dass wir da wieder massenhaft Veränderungen haben und auch endlich mal wieder, dass einer von denen da hinten aufgewertet wird. Vielleicht sollte jemand Elfmeter mit einem von denen schießen, wenn wir wieder einen bekommen. Im ersten Spiel heute, das ihr nicht sehen könnt, da hatte ich einen. Aber nein, der Gegner musste sich entscheiden, rauszugehen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Daumen wäre geil, wäre schon sehr, sehr geil. Twitter, Facebook in der Beschreibung. Euer Bernaya.